Sehr wahrscheinlich weißt du schon, dass es bei der Polizei zwei Gewerkschaften gibt und das ist einmal die grüne Gewerkschaft, die GdP, und einmal die DPOLG, die blaue Gewerkschaft. Und sehr viele Leute haben mich hier auf YouTube gefragt, was ist eigentlich der Unterschied? Kannst du mal ein Video dazu machen, was das eigentlich ist, was mir das bringt? Und viele Kollegen fragen sich das dementsprechend, hier kommt das Video dazu. Falls du zu der Kategorie gehörst, die sich für die Polizei interessieren oder bald anfangen, dann möchte ich dich da einmal ganz basic abholen. Wozu gibt es überhaupt diese Gewerkschaften? Die Gewerkschaften vertreten sozusagen das Interesse von den Polizeibeamten gegenüber dem Dienstherrn. Gemäß dem Motto, als Gemeinschaft ist man stärker, und dementsprechend machen die auch Tarifverhandlungen etc. und wollen im Endeffekt nur gute Sachen für dich. Das heißt erstmal ganz grundsätzlich gesprochen, eine Gewerkschaft ist eine feine Sache, vor allem wenn du gerade anfängst mit der Polizeiausbildung, ist das Ganze besonders attraktiv für dich, denn da ist die Gewerkschaft erstmal kostenfrei und das ist natürlich sehr, sehr toll für dich. Das brauche ich dir aber gar nicht erzählen oder auch gar niemand anderes, denn in der Regel kommen die schon proaktiv auf dich zu, wenn du anfängst, denn in nahezu fast jeder Kaserne bzw. Hochschule gibt es irgendwie jemanden, der gleich am Anfang vorbeikommt und sich sozusagen vorstellt und seine Gewerkschaft. Und dann werden dir oftmals ganz, ganz viele tolle Sachen gezeigt. Dir werden auch zum Beispiel Geschenke gezeigt. Ich habe beispielsweise eine Polizeitasche damals bekommen. Das ist eine richtig coole Tasche. Dementsprechend möchte ich das Ganze nicht missen und kann hier einfach nur grundsätzlich sagen, dass es eine tolle Sache ist. Ich meine, du kriegst kostenlos Gewerkschaftssachen wie zum Beispiel diese Tasche, aber auch zum Beispiel Schutz, den wir uns jetzt mal genauer angucken wollen. Wenn du beispielsweise Mitglied in einer Gewerkschaft bist, hier zum Beispiel in der grünen Gewerkschaft, da habe ich hier zufällig die Leistungsbeschreibung gerade mal offen, dann hast du auch zum Beispiel Versicherungsschutz mit dabei und das Ganze sozusagen for free, wenn du in der Ausbildung bist, und das ist ziemlich gut, weil du hast zum Beispiel einen Rechtsschutz, das ist vor allem interessant, wenn mal im Dienst irgendwas passieren sollte, man weiß es nicht, die Kundschaft ist manchmal sehr aggressiv und möchte dann auch im Nachgang einem irgendwas Böses anhängen, und da ist natürlich extrem von Vorteil, wenn man hier eine Rechtsschutzversicherung hat im Dienst, aber auch zum Beispiel gegenüber dem Dienstherrn, denn wenn du mal irgendwas verbockt hast und man dir nachsagen kann, dass das Ganze grob fahrlässig oder gar vorsätzlich war, dann kann es sein, dass dich der Dienstherr in Regress nehmen möchte. Das bedeutet, dass du dann privat für diese Schäden aufkommen musst. Und das ist eine nicht so tolle Sache. Und da kannst du natürlich von einem Rechtsschutz extrem profitieren, den du im Rahmen der Gewerkschaften bekommst. Was auch noch interessant ist, dass du zum Beispiel hier bei der GdP eine Unfallversicherung mit dabei hast. Ist grundsätzlich eine tolle Sache, dass man sowas dann for free mit dabei hat. Was man aber auch dazu sagen muss, dass das Ganze nicht besonders hoch ist, weil natürlich auch die Gewerkschaften haben hier sogenannte Flottentarife, wo du dann sozusagen in diesem Tarif mit abgesichert bist. Das Ganze ist aber in der Regel deutlich geringer, als wenn du dir privat so einen Schutz holst. Beispielsweise, wenn du an einem Unfalltod versterben würdest, dann wären das 3.000 Euro, oder wenn du an einem gewaltsamen Tod verstirbst, dann wären das 9.000 Euro für deine Hinterbliebenen. Ist jetzt, sage ich mal, nicht wirklich die Welt, ist aber ein nettes Goodie, was man mal mitnehmen kann. Ziemlich makaber, oder? Das ist ein nettes Goodie. Du weißt, was ich meine. Was wir dann noch als Thema haben, ist die Diensthaftpflicht-Regressversicherung. Wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man dir Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unterstellen kann, dann kann es sein, dass der Dienstherr im Nachgang kommt und von dir Geld möchte. Und hier hat man zum Beispiel bei der Gewerkschaft auch so eine Regressversicherung mit dabei, die einem zum Beispiel 10 Millionen Euro pauschal für Personen- oder Sachschäden abdeckt. Gleiches Spiel auch im Bereich der Dienstfahrzeuge. Hier kann es natürlich schnell mal passieren im Rahmen von einer Einsatzfahrt, dass man doch mal ein bisschen schneller unterwegs ist. Und wenn dann ein Unfall geschieht, dann kann es doch durchaus mal sein, dass man grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen bekommt, und auch hier hätte man eine Absicherung im Rahmen der Gewerkschaft mit drin. Dementsprechend bekommt man hier schon einige Sachen mitgeliefert, und wie gesagt, es ist kostenlos in der Ausbildung, bei der DPOLG übrigens ähnlicher Katalog. Man bekommt auch noch so ein paar andere Goodies on top, wie beispielsweise günstigere Handyverträge. Hatte ich zum Beispiel, als ich Polizist war, habe ich einen ganz günstigen Vertrag über die Gewerkschaft bekommen, oder man kriegt zum Beispiel günstiger, kommt man an Autos ran oder auch an irgendwelche Tarife, die man abschließen kann. Da haben einfach die Gewerkschaften recht gute Positionen zum Verhandeln und davon kann man dann auch als Einzelperson profitieren. Spannend wird es dann aber, wenn man nicht mehr in der Ausbildung ist, denn da kostet das Ganze natürlich dementsprechend auch was. Und spätestens hier sollte man sich meiner Meinung nach die Frage stellen, okay, ich hatte das jetzt eine Zeit lang, ist es mir das auch wirklich wert, dieses Geld zu zahlen? Und gerade, wie gesagt, im Absicherungsbereich haben wir hier ein paar Sachen, die vielleicht auch teilweise nicht ganz so gut sind oder die man besser machen könnte. Und da stellt sich oftmals dann auch die Frage, lohnt es sich hier vielleicht eher, sich privat abzusichern, statt das Ganze über eine Gewerkschaft zu machen. Ich habe das Ganze dann auch mal ausgerechnet, um einfach mal zu gucken, was würde es einen kosten, wenn man sich zum Beispiel privat gegen diese Regressansprüche absichern möchte. Und da habe ich zum Beispiel bei einem bekannten Versicherer mal nachgeguckt und das Ganze mal nachgerechnet, wo man auch mal gesehen hat, okay, das Ganze würde einen 3 Euro im Monat kosten, und auch so eine Unfallversicherung, wie wir sie über die Gewerkschaft haben, würde man privat zu ungefähr 1,50 Euro bis 2 Euro pro Monat bekommen. Das heißt, wir sind jetzt mal bei 5 Euro im Monat.
Was man jetzt natürlich nicht vergessen darf, ist die Rechtsschutzversicherung. Hier müsste man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Man hätte allerdings gleich einen privaten Baustein gleich mit dazu, wenn man das Ganze macht. Hier hatte man in meinem Beispiel ungefähr 18 bis 19 Euro an monatlichem Zahlbeitrag. Das bedeutet, mit ungefähr 23 bis 24 Euro kannst du dir diese Absicherungen, die bei der Gewerkschaft mit drin sind, sozusagen privat absichern. Im Verhältnis dazu wollen wir uns mal die Gebühren angucken, die so eine Gewerkschaft mitbringt. Zum Beispiel bei der blauen Gewerkschaft habe ich hier mal den aktuellen Gebührenkatalog rausgesucht. Und hier kann man zum Beispiel sehr schön erkennen, wenn man zum Beispiel Polizeimeister ist, also mittlerer Dienst, wenn man ausgelernt ist, dann würde man aktuell 13,94 Euro im Monat zahlen. Sprich, das wäre ein bisschen weniger, aber man hätte dementsprechend auch natürlich nicht ganz so viel Schutz wie zum Beispiel im Bereich der Unfallversicherung. Das bedeutet, die Gewerkschaften liefern dir schon einige Sachen, die sehr, sehr nützlich sind. Das stellt sich nur immer die Frage, inwieweit ist das Ganze sinnvoll. Da lässt sich natürlich schwierig pauschal sagen, du sollst es machen oder nicht. Das muss man auch immer individuell prüfen. Meine grundsätzliche Meinung zu dem Thema ist, dass man immer in eine Gewerkschaft gehen sollte, dass das Ganze eine sehr tolle Sache ist. Denn ich finde auch dieses Prinzip, dass man der Gemeinschaft mehr erreichen kann als Einzelperson, finde ich sehr, sehr gut. Und da haben auch die Gewerkschaften auch schon oft gezeigt, dass sie auch tolle Sachen für die Polizeibeamten bekommen können. Allerdings ist es meine persönliche Meinung, dass der Schutz, den man dort bekommt, teilweise sehr, sehr mangelhaft ist und man hier oftmals privat vielleicht ein bisschen besseren Schutz bekommt, vielleicht auch sich Geld sparen kann. Dementsprechend sollte man immer im Einzelfall genau prüfen, vor allem nach der Ausbildung, ob sich das Ganze lohnt. Ich freue mich, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen und lass mir gerne noch einen Daumen nach oben da. Dein Finanzkorb, Kai Wuczynski.